bei Kingdomscom. Und ja, wir haben jetzt alles soweit fertig. Wir bereiten mal zu A, schauen mal, was die meinen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt mit dem Katapult dauern wird. Aber zum Glück können wir ja die Zeit vorspulen. Das dürfte kein Problem sein. Und dann kann das Battle bald beginnen. Die Schlacht um Talmberg beginnt bald. Ich freue mich. Ich bin auch mal gespannt, wie gesagt, was das für eine Wendung haben wird. Was der hier damit bezweckt. Es ist mir bis jetzt noch ein Rätsel. Und natürlich bin ich auch gespannt, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, dass wir den ganzen Käse gemacht haben, außer die Trophäe. Sie sind ja schon weit gekommen. Gott segne dich. Ich konnte mich mit Konrad. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir das, garantiere ich dir. Guter Mann. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele. Ich sollte nicht, aber wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. Boah, 1075 Groschen. Lebe wohl. Wo ist denn seine Truhe? Hallo. Ja, wenn ich jetzt noch seine Truhe finden würde, würde es mir sogar noch besser gehen. Vielen Dank für nix. Wo ist die Truhe? Ah, da ist sie. 6 Groschen, wow. Magdeburger Panzerhandschuhe, jo, die schauen wir uns mal an. So, dann würde ich sagen, spulen wir einfach mal einen Tag vor und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber wie gesagt, ich bin echt mal gespannt. Also, ich tippe drauf, dass Sigismund hier noch auftaucht. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der einfach so eine Burg einnimmt, ohne ein Ass im Ärmel zu haben. Ich meine, dann hätte er auch offen gegen uns ins Feld reiten können. Meine Meinung. Aber man weiß es natürlich nicht. Ich hoffe nur, das hier dauert jetzt nicht allzu lang. Aha, er nimmt doch langsam aber sicher Gestalt an, aber er ist noch nicht fertig. Würde ich sagen, warten wir mal noch. Oh, Entschuldigung. Warten wir mal noch 24 Stunden. Da müsste das Ding aber eigentlich fertig sein, hoffentlich.
Zum Glück haben wir freigeschaltet, dass wir hier nichts verlieren. Jetzt hätten wir wieder ordentlich pennen und essen müssen. Aber mit den Werten hier können wir auch in die Schlacht ziehen. Kein Problem. Aber ich tippe mal drauf, dass irgendwas noch passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kapituliert. Und ich kann mir eigentlich aber auch nicht vorstellen, dass, wenn wir den besiegt haben, es um ist. Also es würde in meinen Augen keinen Sinn machen. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Natürlich hat er immer noch meinen Vater als Geisel. Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Er wäre ja ziemlich doof, wenn er nicht kapitulieren würde eigentlich. Aber unsere Männer sind gut gelaunt, haben Bock zu kämpfen, hoffentlich. Und da würde ich sagen, treten wir den anderen mal gehörig in den Arsch. Aha. Das haben wir dann also schon mal. Schau dir den Probeeinsatz des Tribox an. Werden wir gerne tun. Ob er natürlich jetzt genau das Tor trifft. Lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Kommt ein Steinchen geflogen. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Trebock muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Außer die Grafik. Wird sofort korrigiert. Grafik läuft mal wieder nicht perfekt. Hauptsache geilen Fernseher. Geile PlayStation. Die Grafik, die hat keine Lust. Wer kennt's nicht? Ja, der erste Schuss. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wie es Team Rocket sagen würde. Ich hoffe, der lädt jetzt nicht so lange, dass wir gleich den zweiten Schuss sehen. Ist das Einzige, was ich an dem Spiel auszusetzen habe, die ewigen Wartezeiten. Der Rest ist geil. Außer am Anfang noch das Speichern. Oh, ein Reiter, ein Bote. Wer ist es? Aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Jetzt Herr, kommt's. Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Ich hab's gewusst. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Siegesmund. Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Wer ist das? Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich hab's aber genau gewusst. War klar, dass das nicht so einfach ablaufen würde. Ja, besser gesagt, dass der andere sich eine Burg schnappt, ohne Verstärkung zu haben, wäre total hörrissig. Aber die Frage ist natürlich, ist der jetzt mit dem anderen verbündet oder marschiert der nur ein, für die Situation auszunutzen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Aber auf die würden wir bald wahrscheinlich eine Antwort haben. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war. Ist der schon mal im Spiel vorgekommen? Hier sind so viele Namen gefallen und so viel Geschichte. Ich kann mir so schon was nicht merken und dann hier sowieso nicht.
Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Na gut, wir haben ja auch keine andere Wahl, ne? Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Aber wir könnten ihn in der Zwischenzeit doch auch beschießen. Oder nicht? Ich meine, die Steine kosten nichts, ne? Wir haben jetzt extra den Tribok hier gebaut. Kalter Stahl und hitzige Gemüter. Ich wollte mich den Skalitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Galitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Ja. Dich, Heinrich. Aber das ist... Ja, wir gehen in die Vorhut, was auch sonst. Hör mir gut zu, Heinrich. Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Hallo? Ist alles aus... Oh, das Schild. Seht ihr, zum Glück haben wir nochmal nachgeschaut. Das Schild ist nicht ausgerüstet. So, haben wir noch... Welche Pfeile haben wir denn ausgerüstet? Na, okay, verbesserte. Wo ist es denn? Ah, da. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für eine Armee aufmarschiert. Ja. 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 Das kann ja wieder heiter werden. Ja. Warum bekomme ich immer so die... Obwohl in erster Reihe wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ja. Bin mit dem Job eigentlich zufrieden. Aber ich habe es genau gewusst, habe ich es euch nicht gesagt, dass es genauso kommt. Ich dachte das mir schon, weil man besetzt keine Burg ohne Hintergedanken. Also so, ich würde es auf jeden Fall mal nicht machen.
Jesus, wo kommen wir denn hier runter? Ich bin bereit. Ich weiß, ich stehe hier einfach. Hallo, ich bin's. Ruhig, Männer. Mein Gott. Scheiße. Ruhig. Zum Himmel, wenn ich das überlebe, führe ich meine Jana endlich zum Wartet noch ein wenig. Ich habe gedacht, wir sollen ihn in den Rücken fallen. Na, ich glaube, das wird wohl nix. Attacke! So nett. Upala. Aua, der hat gesessen, war ein guter Konter. Oh, jetzt bin ich mittendrin, so weit wollte ich gar nicht rein. So, der erste ist down. Black Hawk down. Der nächste ist down. Uleg. Immer auf die Dates. Aua, der hat wirklich gesessen. Jawohl, gib ihn. Dann haben wir die Fort verteidigt.
So, ich würde sagen, dann machen wir den Plan, den wir vorhatten. Wir fallen ihnen jetzt mal in den Rücken. Hilf Herrn Hanusch. Das sollten wir auch noch schaffen. Ich laufe falsch. Lasst meinen Freund in Ruhe. Und vor allen Dingen lasst mich in Ruhe. Das ging fix. Viel halt, entweder sind wir wirklich saustark geworden oder sie haben die Gegner ein bisschen schwächer gemacht. Aber das kann doch nicht die ganze Armee gewesen sein. Das war ja. Es waren noch keine 20 Leute. Mal sagen wir 50. Aber mit so einer kleinen Armee hätte er auch daheim bleiben können. War bestimmt nur die Vorhut. Das hier ist Ihr Anführer. Hupala. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik, Toss Hauptmann und rechte Hand. Na endlich, eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Na, ich glaube, er ist schon zerstört. Familienbande. Oh, das Spiel hat gespeichert, das ist schon mal gut. Vorwärts. Oh, guckt euch mal hier. Der Unsichtbare. Er kämpft mit. Da ist er. Herr Hanusch hat den Unsichtbarkeitstrank getrunken. Ist jetzt unbesiegbar. Gut, dass wir so. Aha, jetzt ist er wieder da. Warum mussten wir auch so weit weg in die Schlacht ziehen? Hoppala. Wisst ihr, wie weit das zum Trebok zu Fuß ist? Da hätte ich jetzt schon keine Lust mehr, würde ich sagen, oh, komm. Setz mich lieber hier hin und verschnauf erstmal. Ich habe die Befürchtung, dass der Trebok schon brennt. Hat der andere nicht gesagt, ihm reichen eine Handvoll Männer für ihn zu verteidigen? Upala, sorry. Wieder Red Dead Redemption. Wo ist das Pferdchen? Aha. Wir reiten hin, komm. Geht ihr nur zu Fuß? Ja. Ich nicht. Ja. Ja. Oh.
Freund oder Feind? Feind! Der Feind! Der Feind! Machen Sie platt! Vorwärts! Noch irgendwo? Nein. Okay. Weiß noch nicht, wo die da unten hinrennen, aber egal, wir folgen ihm hier. Gut, der Tribok steht auf jeden Fall mal noch. Noch. Ah, das ist das Haus, was brennt. Okay. Wir kommen hier auch nirgends durch, verflixt. Oder? Doch. Wo wird noch gekämpft? Ah. Aha. Ja, aber irgendwie so stark ist der Gegner jetzt auch wieder nicht, ne? Also ich fand die erste Schlacht deutlich schwerer. Ich weiß nicht, was hier noch kommt, aber... Oder ich habe sie echt zu früh angefangen, dass ich nicht genug Stärke und so hatte. Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Das ist ein Argument. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Jo. Bis jetzt ist es eigentlich fast genauso gelaufen, wie ich gedacht hätte, aber das zweite hier war doch mickrig. Ich hätte es mir irgendwie größer vorgestellt. Naja. Kein Wunder, dass das keinem aufgefallen ist. So klein wie das war.
So, wohne der Einsatzbesprechung bei. Okay, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.